Der SV Werder Bremen stellt Baumann an. Wir haben hier schon mal direkt unseren Wunsch-Trainerstab zusammengebaut. Pavlovic wechselt zu Werder Bremen. Duxch hat sich verletzt. Komm, raus! Ja, jetzt, ey! Das kann man keinem erzählen, ihr Mann! Spiel doch den Ball! Ja, Jinma! Wir fliegen ganz dick raus. Wie kann man an dem Ball vorbeilaufen? Wie kann man das, Mann? Wie geht das denn? Ja, Jinma! Justin Jinma, ja, Mann! Elferschießen, Leute. Ich möchte nicht, dass Woltemade einschießt, Leute. Biedenkurt eigentlich auch guter Elferschütze. Majacak gegen Woltemade, Leute. Gegen Woltemade. Fuck! Nein! Ich hab Woltemade ins Tor gepackt! Nein! Biedenkurt verschießt! Marcel Bär gegen Nick Woltemade, der Tor ist. Ich bin so dumm. Nein! Es regnet schon wieder rein! Stopp! Nachdem wir jetzt letztes Mal ausgeschieden sind gegen Erzgebirge Aue in der ersten Pokalrunde und davor in der Vorbereitung eher ernüchternde Ergebnisse hatten oder ernüchternde Leistungen auch, die nicht gut waren, müssen wir heute auf jeden Fall ein bisschen dagegen steuern. Vielleicht den einen oder anderen Transfer tätigen. Nächstes Spiel gegen Bayern, dann gegen Freiburg, Mainz, Heidenheim, Köln. 4 Spiele, wo wir Punkte holen können, beziehungsweise auch Punkte holen müssen. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen an der Formation rumgeschraubt. Letztes Mal haben wir uns ja eigentlich auf so eine Fünferkette geeinigt. Das habe ich ein bisschen über den Haufen geworfen, weil ich gemerkt habe, dass wir mehr nach vorne über die Außen kommen müssen. Es hat uns enorm viel gebracht, als wir Jinma und Biedenkurt auf den Flügeln hatten im letzten Spiel gegen Aue. Und da hatten wir viel mehr Gefährlichkeit nach vorne. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir heute so schlau sind und Woltemade nicht ins Tor stellen. Dann spielt Boré von Anfang an. Wir gehen vorsichtig rein ins Bundesliga-Auftaktspiel gegen die Bayern. Mal gucken, was draus wird. Bayern nimmt den Anstoß. Harry Kane. Bayern baut einfach erstmal ganz, ganz in Ruhe auf. Ne? Wir haben gar keinen Stress hier. Oh, und drüber. Biedenkurt mit der ersten Chance für Werder Bremen. Und oh, Stay kommt zum Kopfball und Peretz ist da. Biedenkurt jetzt mit der nächsten Ecke. Stay. Pieper, komm. Boré. Oh, Boré aufs Netz. Noch nicht mal 5 Minuten gespielt und schon 3 große Chancen für Werder. Senelün mit dem Fehlpass. Sané ist durch. Kane. Oh, und es wird geblockt. Solche Fehler dürfen uns nicht passieren da. Oh nein. Wieder ein Fehlpass. Vor wieder so ein unnötiger Fehlpass im Spielaufbau. Thomas Müller. Wir sind schnell wieder da. Friedel. Oh, und Pavlas ist da. Und wir gehen mit 0:0 in die Pause. Leute, gute erste Hälfte von uns. Haben gut mitgehalten. Am Anfang etwas stärker gewesen. Ich würde sogar Boré schon fast rausnehmen gegen Kova. Und dann geht es hier weiter in die zweite Hälfte. Stay. Kova. Ist abseits. Biedenkurt, komm. Leo Biedenkurt. Oh. Senne Lünen raus auf Weiser. Und Weiser an den Außenpfosten. Also den Innenpfosten. Und dann springt er raus, meine ich. Harry Kane macht mit. Frei durch die Lücke, Kimmich. Abschluss. Pavlas hält uns im Spiel. Schmied. Komm, Schmied. Romano Schmied. Ja, Romano Schmied. Tor 1:0 Werder Bremen. Da sind wir doch. Und die Tore funktionieren nicht. Aber egal. Doch jetzt, Mann. 1:0. Sehr stark. Marco Friedel mit der Spieleröffnung. Stay sieht die Lücke. Und Schmied macht den Lauf. Peretz ist in der falschen Ecke. Und Schmied schiebt ihn ein. Genau so muss das. Kane. Und Kane mit dem Ausgleich. 1:1. Gut rausgespielt, gute Flanke. Machst du nix. Und das Spiel ist vorbei. Wir spielen am Ende 1:1 gegen die Bayern. Ein guter Auftakt. Also doch, kann man schon sagen. Vielleicht müssen wir mal in den großen Mannschaften, in den großen Vereinen gucken, was da so gibt. Vielleicht mal bei Barcelona. Barcelona? Und fragen irgendwie was gucken, was da so gibt. Ich meine, die hatten einen Flügelspieler, den ich ganz interessant fand, von der B-Mannschaft. Lucas Roman, der ist das.
Und dann noch eine Kaufoption. Boah, 10,75 finde ich halt echt wirklich super viel, ne? Boah, Leute, das wäre halt wirklich scheiße viel, ne? Aber wenn wir den kriegen könnten, ich glaube, das wäre nochmal eine coole Option auf rechts außen. Oh nein, Jinma hat sich verletzt. 5 bis 8 Tage raus. Das heißt, er wird wahrscheinlich das nächste Spiel verpassen. Oder zumindest nicht von Anfang an spielen können. Nein, Weiser ist verletzt, Leute. Das kannst du keinem erzählen. Alle Spieler von uns verletzen sich. Die haben richtig, richtig dicke Probleme. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt das Angebot von Roman an. Dann kommt jetzt Roman zu uns, Leute. Haben eine Kaufoption über 10,5 Millionen Euro, die wir sehr, sehr wahrscheinlich nicht ziehen werden. Aber einfach noch eine Option da vorne zu haben, ist, glaube ich, mal ganz gut. Wir gehen gegen Freiburg wieder vorsichtig rein, weil wir wissen nicht, was uns da auswärts erwartet. Freiburg hat auch nur unentschieden gespielt. Haben jetzt kein Fernando dabei, aber dann muss Roman direkt sein Startelfdebüt geben, weil Jinma ist nicht fit. Ich erwarte heute einen Sieg, Leute. Wenn wir so auftreten wie gegen Bayern, dann können wir heute das gewinnen. Ja, Kova. Pocho. Schmied. Romane Schmied. Und Atubolu muss hin. Seine Lünen. Und Lünen, oh. Zur Halbzeit steht es hier 0:0 in Freiburg. Ist wieder ein recht ausgeglichenes Spiel. Nein, da müssen wir sein. Das wäre unsere Chance. Friedel. Alter, war das dumm von Friedel. Philipp. Pablas. Oh, Leute, Mann. Schmied, komm. Schmied. Romane Schmied. Wollte mal. Wollte mal, Digga. Abseits. Der stand 3 Kilometer abseits. Egal, komm, Jinma, Boré. Schick Woltemade. Was ein schlechter Pass. Jinma. Gib Jinma den Ball zurück, Woltemade. Wie kann man so einen schlechten Pass spielen? Das verlieren wir heute. Sag ich, wie es ist. Keine Zuteilung. Mehr Glück als Verstand. Und das zweite Spiel endet mit 0:0. Wieder ein Unentschieden. Tja, ist so, wie es ist. Fernandos Transfer ist geplatzt. Tja, rumheulen bringt jetzt gar nichts. Wir müssen nach vorne schauen und wir müssen es positiv sehen, weil jetzt kriegen wir auch demnächst Duxch, Agu und Cater wieder zurück. Weiser ja auch bald. Und dann können wir mit denen wieder voll angreifen. So, komm, immer weiter, mal weiter. Jetzt das nächste Spiel gegen Mainz. Mainz muss geschlagen werden, Leute. Ich würde sagen, wir gehen aber wieder vorsichtig rein, weil wir jetzt ja keinen Transfer mehr tätigen können. Jinma, Flanke, Bittencourt und Zednadin. Genau das ist das, was wir spielen wollen. Stay, komm. Flanke. Kovnatski! Da sind wir doch endlich! Das erste Tor von dem richtigen Stürmer diese Saison. Und damit führen wir zur Halbzeit mit 1:0, Leute. Genau so muss es sein. Sind wir da? Nein. Weg den Ball. Weg, 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 raus. Wir machen gerade richtig viel Scheiß. Merkt ihr das? Jetzt 1:1. Ja, guck mal, sind wir doch. Abseits war das aber, glaube ich, oder? Hat unten jemand aufgegangen? Ach, Mann, Leute. Aberkannt. Das ist der erste Saisonsieg, Leute. Wir gewinnen gegen Mainz 05 mit 1:0. David Kovnatski mit dem 1:0 Kopfballtor. Endlich, wir sind erlöst. So, wir haben jetzt eine Länderspielpause. Das heißt, unsere Spieler werden voraussichtlich über diese Länderspielpause wieder fit. Wir können endlich wieder Cater mitnehmen. Wir können Duxch mitnehmen. Wir können Agu mitnehmen, Leute. Wir sind erlöst. Wir sind wirklich erlöst. Jetzt geht's gegen Heidenheim. Ausgewogen rein und gucken mal, was möglich ist. Oh, Dingsch jetzt. Junge, das kann man sich wirklich nicht erklären. Dingchi macht heute sein erstes Saisonspiel und macht natürlich ausgerechnet gegen uns in der dritten Minute das 1:0. Und Heidenheim ist auf Werder auf Wish, jetzt mal ganz ehrlich. Und das gibt Elver. Ey, Mann. Gehen wir hier heute unter gegen Heidenheim? Gegeben. Wir brauchen Woltemade im Tor. Pavlenka hält. Groß. Agu. Jinma. Nächster. Jinma! 1:1. 2:0, Leo Bittencourt. Ich war abgelenkt und dann fällt das Tor. Tor gegeben. Und Friedel. 3:1. Marco Friedel. Leute, was ist denn hier los? Können es mal wechseln, würde ich sagen. Kova raus. Duxch gibt sein Comeback. Wir bringen Cater. Und wir bringen Deman für Jung. Duxch, Cater. Oh, Leute, abseits, glaube ich. Schmied. Tor. 4:1. 4:1, Leute. Ey, das glaubt ja niemand. Mann, Friede Pavlo. Duxch. Duxch. Duxch ist wieder da. 5:1, Leute. Ja, Mann. Ey, genau das hat uns gefehlt. 5:1 Sieg für uns hier. Unglaublich. Höchster Saisonsieg bis dato. Und wir kommen richtig in der Saison an. Wir haben halt so viele Innenverteidiger, ne? Also Rappo müsste...
der muss gehen. Ja, komm, 750.000. Zwei Angebote für Rapp von Heidenheim und Twente. 775.000. Geh mit Gott, aber geh. Rappo, mega cooler Typ, aber bei uns halt einfach aktuell nicht gefragt. Und dann will ich seiner Entwicklung bzw. seiner weiteren Entwicklung nicht im Wege stehen. Dann soll er bei Heidenheim oder bei Twente sein Glück versuchen. Kleiner Zwischenstand, wir sind jetzt Vierter in der Tabelle. Wir haben nach 4 Spielen 2 Siege, 2 Unentschieden, 8 Punkte, sind ordentlich oben dabei. Jetzt sieht die Welt schon mal ganz anders aus, ne? Saisonstart geglückt, auch wenn wir aus dem Pokal raus sind. Wenn wir dann in diesem Jahr das Tabellenmittelfeld erreichen oder sichern können, dann passt das voll. So, dann geht's jetzt rein gegen den ersten FC Köln. Und Jens Day mit dem 1:0 nach der Ecke. Sehr stark, sehr wichtig. Tor Jens Day. Und 1:1, Steffen Tigges. Tja, Leute, so schnell geht es, ne? So schnell geht es. Digga, das kann man keinem erzählen. Wer mir da überspielt schon wieder? Alidou, nächste Flanke, Tigges, Paccarada, Freistoß. Oh, und vorbei. Ach du Kacke, Alter. Pavlenka sogar dran gewesen. Jetzt ist eine letzte Ecke für Köln. Dann ist das Spiel vorbei. Keins jetzt mal die Chance, auf 2:1 zu erhöhen für den ersten FC Köln. Comeback, Pocho. Ein Roman, wieso denn zum Gegner? Nicht so. Pavlenka hat ihn. Und das Spiel endet mit 1:1. Ein Punkt gegen einen direkten Tabellennachbar. Ist okay, bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Aber wir nehmen jeden Punkt zum Klassenerhalt mit. Und solange wir unseren einigermaßen Höhenflug haben, sollte das passen. Und wir sind tatsächlich 5 Spiele in Folge ungeschlagen. Gegen Bayern 1:1, gegen Freiburg 0:0, Mainz 1:0, Heidenheim 5:1 gewonnen, Köln 1:1. Und das passt doch. 5 Spiele, 9 Punkte, eine Differenz von plus 5. Das ist wirklich eine solide Leistung jetzt hier für Werder Bremen. Auf jeden Fall auch besser als in echt zu dem Zeitpunkt. Von daher alles super. Und ich finde auch, diese Formation hat sich hier total etabliert. Und es wird auch immer besser vom Fußball her. Und die Spieler passen auch immer besser ins System.